Wir stehen hier vor einem ganz kleinen Gemälde. Es ist das kleinste Gemälde in der Ausstellung von Theodor Rosenhauer. Zu sehen ist ein Blumenstrauß verblühter Löwenzahn, lautet der Titel dieses Gemäldes. Wir sehen, wie traurig die einzelnen Blüten ihre Köpfe hängen lassen. Es ist im Grunde ein Memento Mori, ein ganz trauererfülltes Gemälde, das an den Tod gemahnt. Und das ist kein Zufall, denn dieses Werk ist im Jahr 1945 entstanden, also in dem Jahr, in dem Dresden zerstört worden ist. Als Theodor Rosenhauer 1945 aus Polen, wo er als Soldat stationiert war, zurückkehrte, fand er sein Atelier zerstört vor. Und er war vollkommen niedergeschlagen und hat einige dieser zerstörten Werke später wiederholt. Dieses Werk, was wir hier vor uns sehen, stammt eigentlich in seiner ersten Fassung aus dem Jahre 1928, ist dann 1945 verbrannt und die Wiederholung hat er noch im selben Jahr 1945 vorgenommen. Er selbst meinte allerdings einschränkend, dass die Zweitfassung die Kraft der ersten Version nicht mehr erreichen könne.